Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bus Simulator 18. Mein Name heißt Gardehol, ist unlängst eingeblendet und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, ich habe noch ein bisschen rumgefummelt wegen diesem Steuerungsproblem, was mir tierisch auf den Senkel ging und noch was rausgefunden, wo ich gar nicht drauf geachtet habe. Wir haben nämlich noch eine Lenkrad-Einstellung. Ja, also hier. Und so. Was ist los mit dem? Und hier unten war bei dem Blinker noch Gang hoch, Gang runter eingestellt. Daran lag das die ganze Zeit und ich hätte es ewig suchen können. Aber warum das jetzt in dem einen Spielstand, wenn ich den geladen habe, aktiv war und dem anderen nicht, das können wir wahrscheinlich nur die Entwickler erklären. Generiere Einkommen auf einer Strecke mit einem Fahrer. Haben wir hier jetzt den Fahrer haben wir eingesetzt. Das heißt, der sollte jetzt eigentlich losfahren. Und auf der anderen Strecke können wir selber fahren, denn wir müssen mindestens 116 Passagiere transportieren und der gesamte Nordteil der Stadt soll freigeschalten sein. Das Problem ist, ich weiß nicht, was sie mit Nordteil meinen. Oder bekommen wir den dann? Ah, den bekommen wir dann. Okay. Das heißt, wir fahren jetzt hier nochmal selber die Astra-Promenade. In dem neuen Bus würde ich vorschlagen. Da ist er nämlich. Und weil wir die eben einmal so umgefahren sind, fahren wir die jetzt einmal anders. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt... Stimmt, heute ist nationaler... Nee, nicht nationaler. Ist von Leichnam ist nicht national. So, oh, jetzt muss ich erstmal anpassen hier. Warte, Sekunde. Dann gehen wir mal ein bisschen zurück, würde ich sagen, dass ihr ein bisschen was sehen könnt, oder? Ist das so gut? Ja, ich glaube schon. Und noch ein bisschen runter. Ich weiß, wir sitzen dann jetzt so ein bisschen wie der Affe um Schleifstein, aber ich möchte, dass ihr so ein bisschen was sehen könnt. So, jetzt schalten wir den Fahrmodus ein. Ich habe auch nochmal die Fahrgeräusche und sowas leiser gestellt und die Sprecher noch lauter, aber mehr geht jetzt wirklich nicht. Jetzt schauen wir mal. Oh, die ist aber schon ziemlich tief, oder? So, jetzt funktioniert das auch. Eine Wochenkarte, sehr gerne. Oh, hier ist die Anzeige, die ist irgendwie viel cooler hier. Warum ist denn sind jetzt nur Umgebungsgeräusche so laut? Die sind jetzt viel lauter. Oh, irgendwie mit den Geräuschen, das ist echt ein Problem im Moment noch. Aber es ist ja noch eine Primo-Version. Was? Verstehe nichts. Tag. Jawohl, Standard, jawohl. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu machen. Das machen Let's Player übrigens auch so. Gut. Oh, hier sind wir jetzt die Spiegel richtig. Guck mal, können wir sofort in den Spiegel gucken. Nächster Halt, Südschweiz. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Ja, und wir fahren jetzt andersrum. Oh, Leute. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Wie kann ich dem denn jetzt sagen, der soll die Kinder... Wie sage ich dem denn jetzt? Oh, Entschuldigung. Oh, danke. Das ist echt nicht mein Wetter. So, es geht uns auch wieder Tempomatbegrenzung. Aber, weil wir ja auf Profi-Modus spielen, kann ich dir nicht zuschalten. Weil wir sind ja hier die Besten. Sind hier die Champions. Und so weiter. Ja, die Pause überbrücken. Es gibt ja vom guten Großmeister Gronkh die
vermeintliche 7-Sekunden-Regel. Ich glaube, diese Kameraeinstellung, das können wir auch noch anpassen. Die besagt, wenn man ein Let's Play macht und so und dann länger als so und so lange schweigt, dann hauen einem die Zuschauer ab. Gerade in der heutigen Zeit, wo das noch schnelllebiger geworden ist als ohnehin schon und wo der gemeine Zuschauer eine Attention Span von, ja, da ist nicht mehr viel. Einen wunderschönen Tag, junge Frau. Eine Tageskarte für Senioren, natürlich, kein Problem. Bitteschön. Danke, dass Sie es passend haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Tag. Student. Und... ja. 4,60. Danke auch. Ja, aber sehr gerne. Für die ganze Woche, junge Frau. Das ist aber sehr nett, dass Sie uns eine Woche lang, ich wollte gerade sagen, beglücken wollen. Das kann, was man hier sagt, ist sowieso alles falsch. Ja, sehr gerne. Für einen Tag. Auf Wiedersehen. Es nervt echt, wenn man für eine ausländische Firma arbeiten muss, obwohl lieber Feiertag ist. Das kenne ich. Ich habe einen Arbeitgeber in Berlin. Die haben auch nicht Feierabend. Feiertag. Und dann nehme ich in NRW immer Brückentag. Weil ich bin ja Freier, das klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Und dann sind die alle da und müssen arbeiten und ich habe ein langes Wochenende und weiß aber auch, dass meine Arbeit erledigt wird, also die von den Kollegen dann. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Oh, hallo, Performance! Was ist denn da los? So, wieso liegen wir eigentlich in der Zeit? Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Naja, perfekter Halt ist was anderes. Das ist die Oma von den Dinos. Ja, mir ist Sonne viel zu warm. So wunderschön wie heute. Jawohl. Einzel. Student. Lohnt ja gar nicht. Guck mal hier, 5 Euro. Bitteschön. Aber sehr gerne. Direkt an der Stimme erkannt. So, bezaubernde junge Frau. Ich glaube, das war's. Grüße gehen übrigens raus an den Omnibusfahrer. Unter meinen Zuschauern. Der sich sicherlich sehr freut, dass es hier auch mal wieder ein Busspiel in meinem Kanal gibt. Ich habe aber so das ungute Gefühl, dass ich ständig irgendwelche Sachen... Ja, ich habe langes Wochenende. Deswegen aber gute Laune. Kann sehr viel aufnehmen. Und hoffe, das sagt euch zu. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen länger hier. Einmal um den Astra-Park rum. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Na, wenn so eine Typ die Musik wieder anmacht, dann wird das nix. Aber mal, jetzt mal Astra geholt, mal ganz ernsthaft. Astra Park. Ich war gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk. Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Ich war bestimmt aus Österreich. Was? Entschuldigung. Ich darf das ja nicht über die Schweizer sagen, denn wenn die Schweizer böse, Österreicher stecken sowas ja locker weg. Na, den schaue ich nicht mehr. Die mag ich nicht mehr. Ja, selbstverständlich. Perfektes Timing, auch das noch. Media Center Astra. So, guten Tag, eine Einzelkarte, sehr gerne. Was darf es denn sein? Standard? Diese Lautstärkeneinstellung, ne? Das hatte ich schon mal erwähnt, dass die mir auf den Sack gehen. Euch wahrscheinlich auch. Senioren, zwei Karten, natürlich. So viel wiegen sie doch gar nicht, junge Frau. Nächste bitte. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Woche. Student. Eins.
eine Fahrkarte? Ja. Eine, bitteschön. Danke, dass Sie es passend haben. Moment, wo ist meine Tasche? Ist dein Handtaschen weg? Na, sowas aber auch. So, bitteschön. Hallo. Okay, dann eben nicht. Vielen Dank, dass Sie mit Garderoll-Tours fahren. Selber schuld. Blied, müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Bin ich Dimitri, russische Busfahrer. Bin ich früher in Moskau auf Mittelspur gefahren, kam mir Wladimir Putin immer entgegen. Also, ganz schön viele Leute hier auf der Straße. Also nicht auf der Straße, sondern am... Hallo? Spiel? Performance? Sondern hier am Rande von der Straße. So. Und wir sind zu spät. Also diese Zeiten zwischen den Haltestellen war schon mal Vorgänger so. Habe ich nie verstanden, wie das funktionieren so kann, soll, tut. Tun tut man ja bekanntlicherweise nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe da immer noch kein Gefühl für. Kommt mir so ein bisschen vor wie beim Trainingssimulator. Eine Fahrkarte. Aber sehr gerne, junger Mann. Was darf's denn sein? Hast du die letzte Nein, nicht spoilern! Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Guten Tag. Natürlich. Ich hab vergessen, die Blumen zu gießen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Jawohl. Bitteschön. Darf es noch etwas mehr sein vielleicht? So ein Schweinel dazu. Nicht. Oh, ganz schön voll der Bus. Um Gottes Willen, ich hab so viele Leute, ich werd ganz nervös. Ich kann nicht vor so vielen Leuten. Also zum Beispiel hier Meetings und Besprechungen, ne? Hab ich ja schon mal erzählt. Das ist für mich ein Horror. Da stehe ich... Da stehe ich immer unter Volldampf. Das ist für mich echt eine Belastung. Das kann ich nicht, muss es aber beruflich ab und zu. Das sind so Sachen, wo ich nächtelang vorher nicht schlafe und so. Solltest du dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen? Und jetzt habe ich hier 50.000 Leute im Bus. Hilfe! Aber ich glaube, das kommt auch mit der Übung, dass man da nicht mehr so aufgeregt ist. Das ist ja, glaube ich, auch anstrengender für meine Gesprächspartner, weil die dann entweder meine Redeschwall ertragen müssen. Oder mein Schweigen. Oder eine Mischung aus beidem. Oder die Anspannung macht sich dann in unglücklichen Formulierungen, will ich nicht sagen, aber so unbeholfen. Das war das Wort, das ich gesucht habe. So, bitteschön. Guten Tag. Aber sehr gerne. Einzelfahrkarte, bitteschön. Standard, natürlich. So, dann haben wir hier 7... Zack, zack, zack. Danke. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Aber sehr gerne. Eine junge Studentin haben wir hier. Das freut uns doch sehr. Und dann hätten wir hier mal... Danke. Bitteschön. Junge Frau, nichts lieber als das. Sie möchten eine Einzelkarte. Sie sind Seniorin. Nehmen Sie mir es nicht übel, aber... Auf wie viele Leute hier im Bus sind? Krass, Student... Dann fahren wir jetzt. Ach so, wurde ja auch am Anfang gesagt, Garderoll, ich habe wieder nicht zugehört. Am Anfang wurde ja auch gesagt, es ist nationaler Feiertag. Schönen guten Tag. Was das? Alle glücklich? Gut, dann laden wir noch den Kollegen ein. Wo habe ich denn die? Funktioniert nicht. So, Feststellbremse. So. Hä? Ich gehe nie mehr zu Fuß. Das war echt total Spaß. Ich
So. Dann wollen wir mal wieder. Sind wir natürlich jetzt ein bisschen durch den jungen Mann hier ein bisschen. Mann. Ich glaube, ich werde krank. Ja, dann bitte halte Abstand. Ich möchte bitte gesund bleiben. Sind Sie blind? Sag mal, willst du laufen? Entschuldigung, wollen Sie laufen? Bis dann. Warum geht das jetzt nicht? Irgendwann klingt das nicht mal mehr wie ein Wort. Wiedersehen. Tschüss. Ich könnte die Rampe natürlich, wenn ich den sehe, oder ich das sehe, dann auch sofort schon drin haben. Hey. Lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Das ist der Scheibenwischer an. Echt schön, dich zu sehen. Ja, Mensch. Ich wünsch dir was. Da läuft was mit den beiden. Also, ich bin da optimistisch. Was ist denn das für eine Firma? Firma und? Was ist denn da passiert? So, ja, also jede Menge Fahrgäste an Bord gehabt. Das war schon irgendwie cool. Was ist jetzt los? Hallo? Wieso bin ich jetzt im Dauerlaufen-Modus? Hä? Möchte ich sagen, Sachen sind hier komisch schon mal. Okay, dem haben wir geholfen. Wir können jetzt, glaube ich, wieder ins Depot. Dann machen wir das mal. Können wir die Rampe wieder einfahren? So, Scheibenwischer. Wo sind denn die Scheibenwischer? Hupe. Okay, Hupe funktioniert. Passagierabteilbeleuchtung. Rampe. Das ist meistens hier an so einem... Ach, sogar mit Retarder. Ich würde ja gerne den Müll ansammeln, aber ich habe irgendwie so ein komisches Problem. Ich laufe hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Manche Dinge sind komisch. Hier haben wir den Müll. So. Alter, wie cool. Guckt euch mal hier. Holzboden. Nobel geht die Welt zugrunde, sag ich da nur. So, Scheibenwischer. Wir gucken mal kurz, wie der gesteuert wird. Ich kann mir nicht alle Tasten merken. B wie Blödmann, natürlich. Jut. So, jetzt müssen wir noch in unser Depot zurück. Und da sagt das Spiel, wir sollen einmal komplett rumfahren. Gibt es heute also mal eine besonders lange Folge. Alter! Nur fahr! Geht doch nichts über freundliche Busfahrer hier, oder? Ich wollte es nur mal anmerken. Hupe ist auf jeden Fall am Start.
habe doch keine Zeit, ich muss mehr Videos aufnehmen. Natürlich habe ich geblinkt beim Verlassen der Haltestelle, ich bin Profi. So, meistens zumindest. Oh, Leute, was habt ihr denn alle? Es ist doch nur eine Straße, gebt doch mal ein bisschen Gas hier. Diese Farben auf diesen komischen Lampen, na, das sind auch nur Empfehlungen. Was ruckelt das denn immer so? Also mit mehr Verkehr scheint die Engine ein paar Probleme zu haben. Erstaunt mich ein bisschen. Ich meine, wir haben stabile 50, 55 FPS bei der Aufnahme. Fast so fluffig wie bei Kettle und Drops. Aber ab und zu bricht's ein. Sehr, sehr merkwürdig. Hier, da. Seht ihr? Da. Wir hatten bei uns damals auch so Poller auf der Straße. Und genau so ist das da immer gemacht worden. Die sind dann immer außen rum gefahren. Und ich bin ja manchmal der Auffassung, dass das dann eigentlich eher ein Unfallrisiko ist, denn ein Unfallminderer. Wobei natürlich auch diese Ausweichbewegung auch nur langsam drum herum fahren kann. Ne? Also eigentlich passt das schon. Ja, schade, dass ich den Geschwindigkeitsbegrenzer nicht verwenden kann. Aber ja. Ihr habt ja ganz laut am Anfang geschrien, bitte auf schwer spielen, das habt ihr jetzt davon. Okay. Ja, und dann müssen wir, glaube ich, noch weitere Strecken bauen, Fahrer einstellen. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wie war denn das? Das war damals so ganz komisch, ne? Wie man irgendwie einen Tag vorlaufen lässt, dadurch dann erreicht, dass die Fahrer auch in der Zeit was machen. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, ist ein Kollege von uns. Das war ja der große Wunsch, dass man vielleicht die Kollegen fahren sieht und da vorne fährt einer rum. Das könnte unser Kollege sein. Der hat ja auch so einen Bus wie wir. Denkbar. Das hat mir echt gefehlt. Das ist ja so ein Teil der Immersion, den sie jetzt noch mit eingebaut haben. Finde ich gut. So. Wieso laufe ich die ganze Zeit? Dieses Spiel macht mich manchmal verwirrend. Macht mich dieses Spiel. Siebenmal geblinkt, fünfmal gute Halteposition, super. Zweimal bodenschnell zu schnell, okay. Wir haben auch einige Haltestellen aufgewertet, da kriegen wir dann mehr für, 17.000. Ja, guck mal hier, sieht ganz gut aus. Das Problem ist der zweite war ich das jetzt oder das der andere? Astra Promenade. Ich habe die hier gefahren und andersrum. Achso, wenn wir eine Strecke fahren. Genau, so war das. Pass auf. Das nur kurz erklärt, dann sind wir raus. Wenn wir eine Strecke fahren, fährt der Kollege auch und es wird das eine Woche gezählt. So war das. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.